Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja. Werden wir mal gucken, die restlichen paar Kilometer fahren. Und dann würde ich tatsächlich noch mal unten die Strecke ausprobieren. Ob man noch so eine schöne Mission bekommt, die man einfach so gut umschiffen kann. Bisschen rumexperimentiert die letzten beiden Folgen für diese Session. Große Missionen jetzt nochmal zu folgen, lohnt sich eh nicht. fahren. Vor allem bin ich gespannt, ob wir wirklich noch diese 47.000 Euro bekommen. Weil ich glaube, der Preis richtet sich auch nach der Strecke. Jetzt weiß ich nicht, ob das Ding sagt, ja, du bist ja die meiste Zeit damit mit der Fähre gefahren. Du Assi. Gute Frage. Zeit zu gehen. Weil die Grundstrecke ging ja 1300 noch was Dinger, Kilometer. Das heißt, wir müssten hier bei dem Fahrer zum Beispiel den Bonus für den Rang 4 bekommen. Ne? Also 20% höhere Vergütung. Da bin ich mal gespannt, ob wir das tatsächlich auch bekommen. Digga, mein Aufleger kriegt die ganze Zeit immer wieder Schaden. Was ist denn los mit dem? Probat mal einen neuen. Muss ich jetzt innen lang oder außen nicht? Ich glaube, ich hätte außen lang fahren müssen. Aber gut, man kommt auch wieder rein. So. So, wir können doch hier lang fahren können. Immer geradeaus. Ist das hier eng? Ich finde eine neue Route. So eng. Lass uns ein neues. Was labert die eigentlich? Was will die von mir? Kann die mal aufhören? Ich schalte die gleich ab. Oh. Dachte, dauert noch ein bisschen. Route neu berechnen. Ich hoffe nicht gleich. Okay, lass uns eine neue Route finden. Am Mädel. Immer geradeaus und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Hat er nicht mal Licht. Kann sein, dass wir mittlerweile gefixt haben. Weil früher war es ja so, wenn ich dir das Licht eingestellt hast und die Front- und Dachmarkierung aktiviert hast, musstest du die beim nächsten Start des Spiels, also du musstest bei jedem Start des Spiels oder nach jedem Start des Spiels die Dinger immer wieder einschalten. Aber jetzt ist seit einer Weile, ich weiß nicht mehr, also ich weiß nicht seit welcher Version, mir ist jetzt nur halt jetzt gerade aufgefallen, dass halt immer noch so extrem hell ist und ja, der hat die tatsächlich nicht noch drin. Also das scheint die wohl irgendwann mal gefixt zu haben. Also wenn man einmal die Sachen einschaltet, die auch jetzt anbleiben. Oh da, alle Lampen sind an. So muss das sein. Sehr schön. Aber das war so eine Sache, die ich früher nie verstanden habe, warum die Dinger immer wieder ausgehen. Und man sie immer wieder einschalten muss. Also, ich weiß natürlich warum, weil es halt nicht gespeichert wurde. So, da. Aber ich wusste halt nicht, warum es nicht gespeichert wird. Ob das per Design so gewollt war oder ob es halt wirklich einfach, ja, nur nie implementiert wurde, weil Lazy Little Asses. Aber jetzt funktioniert's. Jetzt haben wir richtig schön hellen Lichtkegel. Immer. Ich meine, wozu baut man sich solche Lampen an, wenn die nie an sind, ne? Unsere Stadionsfluter. Ich glaube, wir tauschen doch bald die Reifen aus. Der rutscht mir definitiv zu sehr.
Und ganz ehrlich, so toll sind die ja auch nicht. Siehst du, das würde ich gerne mal probieren. Warte mal kurz. Wenn wir gerade diese Flüter anhaben. Gab es ja diese neue Option, womit die Dinge automatisch ausgeschalten werden, ne? War das? Headlight, High Beams. Was war jetzt nochmal was? Die müsste jetzt eine Headlights gewesen sein, ne? High Beams ist ja allgemein, dass es abgeschalten wird. Also das ist quasi das, was wir mit der K-Taste machen. Und wenn die sind, dann werden die irgendwie die Headlights dazu geschalten oder was? Wir probieren mal das hier erstmal. Ah. Hä? Das waren die High Beams. Die Headlights. Aber wir haben noch Headlights gar nicht gemacht. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass das nämlich diese Option hier gewesen wäre. Weil eben, die High Beams hat er angelassen, er hat nur die Headlights abgeschalten. Oder? Nee. Sind echt die ganzen... Doch, sind echt die ganzen High Beams. Aber warum macht er sie nicht mehr wieder an? Das verstehe ich jetzt nicht. Er hat die zwar ausgemacht, er macht sie aber nicht mehr an. Jetzt hat er es wieder angemacht. Nee. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und ich glaube, ich kann nicht mehr. Yeah. Na, wir lassen einfach mal so. Mal gucken, ob er sie irgendwann wieder anmacht. Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Ich dachte, er schaltet hin und dann ab, wenn Gegenverkehr kommt. Ist ja alles voll. Elefanten rennen hier schon wieder. So, hier vorne wird das wieder dunkel. Mal gucken, ob er sie jetzt denn anmacht. Links halten. Oh, das war nicht gut. Entschuldigung. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Er ist immer noch aus. Nimm die Ausfahrt rechts. Ah, ja. Okay, also wenn es vor mir wirklich komplett dunkel ist. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt würde ich gerne mal noch mal wissen. Jetzt hat er... Ah, weil wir von dem Fahrzeug lang fahren. LOL. Jetzt würde mich da gerne mal interessieren. Wenn ich jetzt. Wo war das? Nein, nicht Audio. Na, Game. Dings da. Wenn ich jetzt das automatisch High Beams ausmache und nur Headlights anmache. Was macht er jetzt? Ich schätze mal, jetzt macht er es immer dann aus, wenn es hell genug ist. Aber guck mal, auf den Gegenverkehr geht er jetzt nicht mehr. Also kann es jetzt eigentlich nur noch dafür sein, dass er die nur noch dann anmacht, wenn es dunkel ist, so wie jetzt gerade. Das heißt, sobald irgendwelche Laternen kommen, schaltet er sie ab, I guess.
Mal schauen. Biege nach rechts ab. Aber schon extrem hell. Eieiei. Kann ich dir bald mal ein paar Laternen kommen? Bis ich hier eine helle Stelle finde, ist ja wieder Tag geworden. Kann ich gar nicht mehr experimentieren. Schön leere Autobahn. Ah, wobei da vorne ist wieder ganz schön. Ah ne. Ah doch. Ein paar sind da. Ah, so, da vorne ist jetzt hell. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt hier reinfahre, dann ist ja hell. Neue Route finden. Nee, die scheinen anzubleiben. Ja, sie sind immer noch an. Ausschalte. Ja, bleiben sie auch an. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was bedeutet denn diese automatische Highbeam? Headlights. Also, falls euch eine wundert. Ich weiß, dass die Dinger nicht auf dem Dach sind, aber es sind trotzdem die Headlights, weil du hast nämlich hier bei Dachmontierung. Ist ja doch was anderes. Gut. Hab ich gesagt, dass das gleiche ist? Hier wird ja echt unterschieden zwischen dem, was da ist und dem, was da oben ist. Lol. Ich dachte, wenn man hier unten Lampen reinmacht und da oben die Lampen reinmacht, ist beides genau das gleiche fürs Spiel. Aber eben, das wird ja echt unterschieden. Aber warum gibt es denn für die warum gibt es denn für Dachmontierung eine Option? Und für die Frontmontierung nicht? Weil dann wäre es ja sinnvoll, wenn es hier nicht nur Headlights, sondern auch, keine Ahnung, Frontlights, wie die Dinge heißen denn, keine Ahnung, geben würde. Weil so verstehe ich, gerade hier den Sinn nicht ganz. Aber zumindest wissen wir den Sinn hiervon. Da wird nämlich die gesamte Anlage abgeschaltet, wenn Gegenverkehr kommt. Also können wir das hier reinnehmen. Das ist dann für YouTube wahrscheinlich ganz geil. Ne, so haben wir es ein bisschen realistischer. Indem wir sagen können, okay, für YouTube ist es immer schön hell. Aber wenn Gegenverkehr ist, ist es trotzdem realistisch, dass man die nicht blendet. Gut, außer es kommt die ganze Zeit gegen Verkehr, so wie jetzt, dann gehen die Dinger nie wieder an. I guess. Oder ist es, weil vor uns Verkehr ist? Verdammt. Dann bringt ja das auch nichts wirklich was. Ah, nee, dann lassen wir das auch komplett deaktiviert. Ich habe wieder so viel Schaden, Alter.
Ich weiß jetzt gerade eher eh nur so eine Art Testfahrt, so. Wo wir nicht wirklich auf Gewinn aus sind, sondern eher so auf, ja, Praktikabilitätstest. Aber ich wollte aber jetzt nicht so viele Verluste machen. Na gut, Fracht hat auch schon 2% Schaden. Ja. Aber hey, wir leben noch in der Zeit. Wir haben sogar noch 6 Stunden Reserve. Easy. Läuft ja nicht so wie geplant, aber so schöne Leuchtelämpchen überall. Und vorne wieder volle Power. Licht. Auch wenn jetzt gerade die Dämmerung einsetzt. Sehr geil. Leute. Kommt aus dem Pushen hier. Sonst pushe ich euch mal von hinten. Oh. Vorne ist ja richtig Action. Not bad. Los, hier nach rechts. Ah, ist das ein Affenarsch. Gut, die vorne ist auch alles blockiert. Ach, leck mich doch am Arsch. Schöne Dämmerung, Alter. Ich muss jetzt schon übersteuern, weil die Reifen wegrutschen. Wir brauchen definitiv neue Reifen, ey. Alter. So eine Kurve, wie wir jetzt gerade gefahren sind, da wollen wir normalerweise mit links. Wo ist das Ding? Da hinten? Aber wir sind doch über dem Fotosymbol schon längst drüber gefahren. Da die Dinger nie ordentlich positioniert werden. Das ist doch Kacke. So. Ah, jetzt, ja, das ist schon besser. Was, wo? Guck mal, das ist so ein kleiner Punkt. Hier geht's nicht. Und da geht's auch nicht mehr. Das ist ein ganz kleiner Punkt. Das ist ja behindert. Besser geht's nicht. What? Oh. Der hat schon wieder meine Lenkung verstellt. Warum macht das dieser Fotomodus manchmal? Und natürlich dringt er sich jetzt noch die linke Spur. Ist euch dein Scheiß ernst hier. Brauchen ganz dringend neue Reifen.
Der schneidet sich ja einen zurecht, fällt seinem Kopf nicht aus. Immer geradeaus. Habt ihr gerade gesehen, wie weit ich mein Lenker einschlagen musste, damit er die Spur hält? Was zum Fick? Das sind doch keine Reifen mehr. Da kann ich ja gleich auf den Felgen fahren. Habe ich mehr Haftung. What the fuck? Boah, Alter, guckt euch das an, Alter. Holy Wackamoli. Erstmal eine schöne Szenerie. Der hoppelt ja aber rum, Alter. Holy shit. Und da kommt die Sonne. Oh, ist das geil. Holy shit, ist das schön. Oh man, hier passt gerade echt alles. Sehr schnieke. Also allein wenn wir bei der Mission nur noch Verluste machen. Allein für die Aussicht hat sich schon gelohnt. Aber ich schätze mal, wir sind noch good to go. Ich meine, wir haben jetzt hier was? Ein paar tausend Euro vielleicht? 10.000 Euro! Oh mein Gott! Weil die ersetzen wir gleich komplett. So. Was sind das für Reifen? Habe ich Premium Air drinne oder was? The fuck? Sind LKW-Reifen wirklich so teuer? Holy shit, da wäre es ja wirklich ökonomischer, wenn ich einfach auf den Felgen fahre. Scheiß was auf die Reifen. Braucht ihr keine Sau. Aber also auf der anderen Seite bekommen wir halt doch. Wie viel eigentlich? Na gut, 40.000. Wow. Also mehr als die Hälfte geht alleine für die Schadensbewältigung drauf. Und da bekommen wir ja nicht mehr 47.000, weil wir ja 2% Frachtschaden haben. Naja, was soll's. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab. Vielleicht kriegen wir wenigstens noch ein paar schöne XP. Wobei die Strecke dafür relativ kurz war. Demnächst links abbiegen. Leider weiß man bei diesen Missionen nie im Vorhinein, wie viele XP man bekommt. Das finde ich halt ein bisschen schön, klar. Ein bisschen blöd. Ne? Bei den Finanzen siehst du immer gleich sofort, aha, so viel kriegst du, dies, das, Ananas. Aber gibt es auch viele Situationen, wie einem die XP wichtiger sind als das Geld. Weil ich meine, Geld kriege ich jetzt sowieso passiv durch meine Mitarbeiter, aber keine XP. Das heißt, jetzt würde ich eigentlich am liebsten eher Strecken fahren, ja, wo ich halt viel XP bekomme.
Und das Geld ist mir jetzt eigentlich völlig egal. So. Ich meine, ich weiß ja gar nicht, ob mittlerweile bei den neueren Versionen irgendwas dazugekommen ist, aber. Hey. Hier ist nichts mit Erfahrungspunkte. Nö. Allmöglicher Scheiß drin. Zeit bis Ablauf, Versandort, Zielort, Absender, Empfänger. Nach solchen Sachen würde ich niemals im Leben suchen. So, what the fuck, dude? Das ist hier vielleicht, aber ist das nicht wirklich? Alles so ganz komische Sachen hier, aber irgendwas mit Erfahrung ist hier nicht drin. Und hier steht auch nichts, wie viele Erfahrungspunkte man da bekommt. Hast du bloß Streckenlänge, Seeweg, Fahrpreis und Fahrzeit. Das war's. Ja, ganz, ganz kurios. Dass hier, dass man nicht nach, also dass man keinerlei Informationen über die Experience bekommt. Der rutscht so weit weg, ey, das ist nicht mehr normal. Bam. Ja, siehst du? Hier die ganzen Bonussachen, die werden ja auch alle berechnet. Das heißt, er kann die Sachen bereits im Vorhinein berechnen. Das heißt, er könnte auch im Vorhinein bereits berechnen, wie viel XP man bekommt. Und könnte das dementsprechend auch anzeigen, so. Jetzt sind wir gespannt. Bonus für Fernfahrer haben wir sogar direkt Rang 6 bekommen. Aber guck mal, Basisvergütung. Wir haben tatsächlich weniger bekommen. Wobei das keinen Sinn macht. Weil am Anfang haben wir irgendwas mit 47.000 und wir haben immer noch 47.000. Ne, wenn das, was hier abgezogen wird, dann noch mit drauf rechnen, sind wir wieder bei 47.000. Also hier wurde scheinbar nichts abgezogen, obwohl wir nur 500 Kilometer gefahren sind. Wobei, wir haben ja keine 500 Kilometer. Oder? Weiß ich das gerade gar nicht. Sind wir echt 500 Kilometer gefahren? Auf jeden Fall, yay, noch ein Level, wuhu. Ach ja, wir sind zwar immer noch ein Level hinter ATS und wir sind schon von der Level, also wir, ne, sind schon 16 Levels weiter jetzt. Ich würde gerne, also erstmal, ja, LKW reparieren und jetzt auch mal die Reifen tauschen, denn das geht aber gar nicht. Wo ist die nächste Werkstatt? Doch, direkt hinten. Oh, gut, easy. Und dann will ich unten mal die andere Strecke mal gucken. Mann, war das aber gerade viel Bass. Das war eine sehr basslastige Explosion. Unfall. War Platz da, mein Auflieger muss da lang. Junge. Iveco. So. Machen wir da aber erstmal nächste Folge. Von daher. Mir fällt gerade auf, ich habe in der Folge gar keine Musik angemacht, ne? Hups. Egal. Bis dann.